Hey, lang ist's her. Du kommst wirklich wie gerufen. Ich könnte bei einer Kleinigkeit deine Hilfe gebrauchen. Na komm schon, ich bin der Dieb, den du neulich verschont hast. Wie auch immer, du musst mir deine Kraft leihen. Wie ich bereits sagte, verteile ich das gestohlene Geld an die Leute. Aber es ist einfach nicht genug, um auch etwas zu verändern. Da kam mir eine Idee. Ich breche bei einem gierigen Beamten ein und mache mich mit seinem ganzen Hab und Gut aus dem Staub. Also, kann ich auf dich zählen? Es ist für einen guten Zweck. Gut. Wir verrichten unsere Arbeit im Schutz der Dunkelheit. Also sei bereit. Was das Versteck des Schatzes betrifft. Holen wir ihn uns. So. Volltreffer! Das Geld hier wurde ganz sicher nicht ehrenhaft verdient. In Ordnung. Das sollte genügen. Verschwinden wir von hier. Es wagt, in mein Anwesen einzusprechen. Damit kommt ihr nicht davon! Man hat ihn wohl entdeckt. Gar keine Angst, wir kommen sicher hier raus. Ja! Doch, ja! Das war knapp. Ich glaube, ohne dich hätte ich das bestimmt nicht geschafft.
Also, was die Beute angeht. Danke. Ich sorge dafür, dass alles den Bedürftigen zukommt. Und ich sage allen, dass du geholfen hast. Na dann, wir sollten verschwinden, bevor noch jemand kommt. Du warst wirklich unglaublich. Danke. Nur damit du's weißt, ich werde auch weiterhin für andere stehlen. Wenn wir uns mal im Kampf gegenüberstehen, verschon mich doch bitte. Ja? Hey, du da! Hier drüben! Komm her! Hey du, bist du ein Ronin? Würdest du vielleicht gerne für mich arbeiten? Nichts Kompliziertes. Nur ein kleiner Botengang. In der Gegend geht das Gerücht um, dass die Menschen hier von Göttern entführt werden. Ich glaube zwar nicht an solche übernatürlichen Vorkommnisse, aber es sind tatsächlich mehrere Menschen verschwunden. Ich habe die Vermutung, es hat etwas mit einem Dorf in der Nähe zu tun. Würdest du für mich dorthin gehen und dich da mal umhören? Meine Vorgesetzten würden mir nur sagen, dass sie Beweise sehen wollen. Ich brauche zunächst eine Spur. Irgendeine. Oh, das bin ich.
Und so, wie mich die Dorfbewohner ansehen, wohl zu oft. Ich brauche ein frisches Gesicht, das keine Aufmerksamkeit erregt. Für einen Ronin bist du ziemlich sympathisch. Mach dir keine Sorgen, es wird sich natürlich für dich lohnen. Also, das besagte Dorf liegt in dieser Richtung. Finde über die Verschwundenen so viel heraus, wie du kannst. Ich zähle auf dich. Du hast zu viel gesehen. Du kannst nicht gehen. Ja? Yeah.
Hey, wie ist die Lage in dem Dorf? Du kannst Fotos machen? Beeindruckend. Damit müsste sich sogar der Gouverneur davon überzeugen lassen, endlich zu handeln. Ich wusste, etwas stimmt nicht, aber der Gedanke, dass das ganze Dorf beteiligt war, ein falscher Schritt. Und auch mich hätte womöglich ein Gott entführt. Tja, da das Geheimnis nun gelüftet ist, können wir die Opfer endlich begraben. Verzeih meine etwas schnippischen Bemerkungen über euch, Ronin. Nun bin ich sehr froh, dich um Hilfe gebeten zu haben. Danke für alles.